Moin zusammen und willkommen zur nächsten Folge von Let's Play EVE Online. Ja. Nidthalos. Ich habe mal ein bisschen nachgelesen und fange jetzt einfach mal an zu fitten. Ich fange mal mit den Waffen an. Ich hatte das ja letzte Woche gesagt, dass ich da mal ein bisschen was ausprobieren will. Wir machen einfach mal eine Simulation, würde ich vorschlagen. Und den so. Nimmt man da am besten. Da. Hybridgeschütze. Das war ja, richtig. Wir schauen lieber noch. Ja, Hybridgeschütztürme. Blaster, Schienengeschütze. Nee, die würde ich nicht nehmen, glaube ich. Blaster. Also. Nehmen wir mal, voll, wa? Acht Stück. Das würde ich als Waffe nehmen. Jetzt die Munition. Dann müssen wir das anders machen. Also, nochmal zurück. Nutzen mit. So, dieses hier wollte ich nehmen. Die Waffen schon mal fertig. Als nächstes mal damit weiter mit den Rigs. Mehr Panzerung. Obwohl, da würde ich vielleicht eher was für die Waffen nehmen. Moment. Hybridwaffen da.
im Öst. Was ist das hier? Mhm. Aber nicht gebrochen. Dieses war das, glaube ich. Schaden der Hybrid zu erhöhen. Das will ich haben. Aber dann nehmen wir trotzdem nochmal dieses andere eben. Dass diesen CPU-Bedarf drosselt hat. Ach, das war ja auch da. Da, den hier. Denn den Zweier kriegen wir da nicht rein, ne? Würde gerade so. Aber dann haben wir nicht, mehr genug Platz. Also den. Ich lasse das erstmal so. So, jetzt als nächstes. Mache ich mal mit denen weiter hier. Mach erstmal hiermit weiter. Ich glaube, da weiß ich schon, was ich haben will. Also erstmal ein Damage Control. Auf jeden Fall. Er kann den nicht. Ah ja, gut, okay. Also den hier. Damage Control. Irgendwas für die Hülle vielleicht noch? Ich hatte mir so ein bisschen was aufgeschrieben. Der verstärkt die Feuergeschwindigkeit. Da nehme ich zwei Stück von. So. Und dann noch, das war Tracking. Da ist es. Und zwar der. Die Nachführungsgeschwindigkeit erhöht der. Auch zwei Stück. Dann habe ich das auch. Nein, das ist der falsche. Den. So. Dann ist das auch fertig. Und jetzt kommt die Seite hier. Ja, das ist klar. Die Skills, die muss ich erst noch lernen, aber das macht nichts. Das geht relativ zügig. Jetzt, wo man so viel XP oder Quatsch, die Skillpunkte bekommt, Skillpoints. So, jetzt geht's weiter mit dem Part hier. Da bin ich mir nicht ganz so sicher gewesen. Stehen.
Also auf jeden Fall ein Mikro-Warp-Drive wollte ich haben. Mikro-Warp-Drive. Ist nicht dabei, was ich haben will. Achso, ich muss es anders eingeben. Gibt's nicht. Da muss ich so gucken. So, Schiffsantrieb. Zehn Meganewton. Ist die gar nicht mehr. Ach so, halt. Nee, anscheinend nicht. Dann lassen wir das erstmal weg. Einen Tracking-Computer wollte ich haben. Ja. Das verbessert nochmal die Nachführungsgeschwindigkeit. Dann noch dieses, das habe ich im Internet gefunden. Den hier. Gut, wenn ich jetzt den einsetzen würde, dann verringert sich natürlich, genau, da verringert sich die Wirkung des doppelten Moduls. Ich lasse das aber trotzdem mal so drin. Habe ich mir auch eigentlich gar nicht dazu aufgeschrieben. Das wollte ich haben. Aber dieses hier. Das ist kein 10 Meganewton. Ich pack das mal da rein. Tja, eins fehlt noch. Hatte ich jetzt noch nichts weiter gefunden. Ich lasse das jetzt mal so. Drohnen wollte ich noch reinpacken.
da nicht. Aber auf die wollte ich auf jeden Fall rein mit reinnehmen noch. Als Drohnen. Aber das kann man immer noch machen. So soll mein Fitting aussehen. Das kommt am Ende dabei raus, wenn ich das... Also ich habe da jetzt mir nicht so viel Mühe gegeben. Hier muss man, glaube ich, noch Skripte reinpacken. Oder hat sie sich das jetzt schon verändert? Nee, genau. Range. Das macht was an der Reichweite. Optimale Reichweite. Und dann gibt es noch das andere. Tracking, nochmal Tracking Speed. Ja. Ich denke mal, wir nehmen. Einmal Tracking Speed mal und halt. Und einmal die optimale Reichweite. So. Hier muss man ja nichts machen. So. Das wäre mein Fitting. So sieht das aus. So wollte ich das einmal vorstellen, die Simulation. $151 Millionen ISK soll das kosten, alles. Naja, gut. Skillen muss ich es auch noch. Aber das wäre das soweit, was ich für dieses Ding vorgesehen habe. Könnt ihr mal was dazu sagen? Mehr wollte ich nämlich in dieser Folge auch gar nicht machen. Ich werde mir das jetzt in Ruhe dann auch nochmal die Tage anschauen. Ein paar Änderungen vornehmen eventuell. Vielleicht finde ich noch irgendwas, was ich austauschen werde. Mal schauen. Vielleicht hier irgendwo was, dass ich vielleicht diese Sachen nicht doppelt habe oder so. Ich weiß es noch nicht. Mal schauen, ihr könnt eure Fittings ja mal vorzeigen, was ihr dazu meint oder wie ihr das macht. Dann würde ich mal sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Bin gespannt auf eure Kommentare. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und da geht es dann weiter mit dem, mit der Talus, sage ich jetzt mal. Und ja, die ersten Erkenntnisse vielleicht von euch, von mir, ob das alles Mist ist, was ich hier gemacht habe. Es ist wieder so ein Mischmasch aus mehreren Vorschlägen aus dem Internet, die mir einzeln nicht gefallen haben, aber wo ich dann einfach so ein bisschen gemischt habe. Mal schauen, vielleicht arbeite ich auch ein bisschen hier dran, an dieser eingeschränkten Wirkung halt, ne? Da. Was ist der denn? Oh Mist. Jetzt habe ich ihn einfach gekauft. Ja, egal, ich brauche ihn ja eh. Gut, okay. Dann würde ich sagen, schönen Dank fürs Zuschauen. Halt, nein. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.